und das Dot Comic steht rechts. Oh, boah, voll die Agenten und so. Hurk, Sprotz. Prinz Bowser, kleine Bissen. Oh, hier, trinkt etwas warme Milch. Sie ist von einer bösen Kuh. Eine böse Kuh. Dann trinkt der Stinker das auch. Ah! Nächst geht über ein paar Kekse und böse Milch. Zuerst fand ich hier etwas unheimlich, in dieser Geisterstadt rumzuhängen. Aber dann erkannte ich, dass mich niemand davon abhalten kann, alle Kekse zu fressen. Ja! So ein böser Ganove, der frisst die ganzen Kekse. Ja, ganz großartig. Hey, was macht ihr da? Babyalarm. Was macht ihr Deppen denn hier? Aha! Ihr seid mir bis hier gefolgt, um meinen Schatz zu rauben, nicht wahr? Abschaum! Wie, nicht nur den Schatz? Ihr wollt auch noch die Kekse? Ja, die wollen wirklich die Kekse, hey. Ihr macht wohl Witze. Ihr habt den Schatz zuerst gestohlen. Und was machen die hinter uns? Die fressen die Kekse einfach. Guckt euch das an. Und dies. Und das auch. Tschüss. Ah, er rastet aus. Ihr Windelpupser. Oh Mann. Prinz Bowser, bitte beruhigt euch. Kekse! Überlasst diese Gelichter mir. Unternehmt inzwischen einen Spaziergang, eure Hungrigkeit. Ihr Lümmel habt Glück gehabt. Klick, ihr Kekse klauen. Wer macht das denn? Dafür werdet ihr bezahlen. Oh, na gut. Kamek, ich zähle auf dich. Mach diese Keks... Keks... Aholix? Achso, Keksaholix. Platz. Das Wort habe ich noch nie gehört. Puh. Workaholics. Okay, jetzt habe ich ihn verstanden. Ich Kerl macht doch wirklich nur einen Patzersprüde. Ich werde euch die Barthaare einzeln rausreißen, nachdem ich Keks aus euch rausgeprügelt habe. Wow, das ist mein Spruch. Naja. Okay, den Spruch kann ich auch. Ich werde Kamek jetzt die Scheiße aus dem Leib prügeln. Wow, was? Nein. Oh, ein Pilz. Das ist nett. Okay, das war nicht mehr ganz so nett. Ey. Welche ich nun wirklich bin? Hä? Oh nö, jetzt sind 6 davon. Ich weiß nicht, wer es echt ist, aber das können wir nur rausfinden. Wir machen Feuerblume. Ich kann ja auch in die Luft angreifen, wenn ich ja mit Babys und Erwachsenen zusammenkämpfe. Aha, da haben wir ihn noch. Entlarvt und direkt dieses Kanonendings auf ihn los. Okay. Baby Mario. Luigi, Baby Luigi, Mario. Okay, ich kann das nicht. Was? Oh nein. Oh nein. Oh ja. Ach, schon wieder das gleiche Spiel. Das können wir auch zu zweit. Zu viert. Busted! Oh, er ist vom Dings runtergefallen. Jetzt sieht er so klein und mickrig aus. Komm, diesmal könnte ich es doch vielleicht schaffen. Yeah. Oh, was ist das? Er macht eine Feuerattacke. Wo ist der Mario-Knopf? Oh, er hat sich selbst angegriffen. Was? Och nein. Ist das assig. Los, Mario, füll dich auf. Und noch einmal die Kanone. Oh, okay, das sieht simpel aus. Okay. Nochmal das Feuerdings. Nicht cool, nicht cool. Nein, Quatsch, ich will die gar nicht machen. Ich mach die Kanone. Mann, die Gelegenheit bekommt man nicht alle Tage. Oh, das sieht auch einfach aus. Es gibt manche Reihenfolgen, die kann man einfach besser einhalten, weil die so einfach die Knöpfe einfach nicht überkreuzen. Also ich wenn jetzt Luigi und dann Baby Mario kommt und so, und dann überkreuzen sich die ganzen Tasten hier und dann komme ich durcheinander, so wie jetzt. Aber mittlerweile finde ich mich da auch ziemlich gut ein. Oh, der hat ein Wesen wieder. Wie sollte der nicht früher geholt? Man weiß es wirklich nicht. Ach so, es geht auf ihn. Schön. Ah. Alles klar, ich entlarve dich. Bam!
Baby Luigi, Mario, Luigi. Okay. Wow, es hat mehr Schaden gemacht als sonst. Was ist passiert? Oh, ich wurde getroffen. Oh, ich wurde getroffen. Oh, ich wurde getroffen. Oh Gott, Mario braucht wieder einen Nachschub. Warte, ich mach eine Feuerblume mit dem. Alles klar. Also ist auch ein bisschen blöd, dass die ganze Zeit der... Habt ihr alle verstanden? Gut, Mario, friss! Ach nein, das war doch so uncool, das zu tun. Und Mario, ach, mit dem kann ich nie ausweichen. Oh, toll, Luigi kriegt auch seinen Film ab. Los, Mario, und Rest, macht die Attacke und so, und... In your face. Sollte ich auffüllen mit dem Pilz? Ja, das wäre sicher. Außerdem habe ich 36 davon. Mann, ich verschwende so gut wie gar nichts von dem Zeug. Boah, ich bin ausgewichen. Oh, das war auch mal geschickt. Einmal habe ich es geschafft. Schön. Gut. Luigi, Mario, Baby Mario, Luigi. Ach, ihr wisst, was ich meine. Der kann aber auch ziemlich viel wegstecken. Okay, gerade dann, wenn ich das denke und sage, ist er tot. Was irgendwie amüsant ist. Los, Mario, hat ein Level Up erreicht. Marios Verteidigung stört mich aber ein bisschen, weil er so niedrig ist. Ah, guck mal, so muss es doch sein. Und du könntest auch mal ein bisschen mehr Stärke zeigen. Oder auch nicht. Jork. Was auch immer das wieder heißen soll. Weiter geht's. Wir gehen diesen Weg entlang. Wow, und der ist gerade erstmal angekommen, oder was? Der ist ziemlich langsam. Unglaublich, eine blöde Sackgasse. Ach, und da sind schon unsere Helden. Ihr Pilzfresser. Ihr fresst meine Kekse? Na schön, dann fresse ich den Schatz. Hamm. Oh, ich glaube, er verträgt es nicht, oder? Wow. Mann, diese Splitter waren köstlich. Kleiner als zwei. Was machen die da? Boah. Die prügeln die Kacke aus dem Leib. Aber übelst. Oh nein, die Aliens. Oh, die kommen zurück und sehen die, oder was? Ich glaube, die haben die jetzt gesehen. Was passiert? Ah, unser Freund, das Monster. Okay, der hat eine fette Lasershot. Mhm. Wow, und er steigt um sich fünffache Größe an oder so. Mal ebenso, weil einer so einen Lasershot auf den kann. Ich meine, damit, wenn die das mal taktisch einsetzen würden, dann hätten die schon die ganze Schlacht gewonnen. Aber gut, es wird nur dieses Monster vergrößert. Wir haben verstanden. Oh, ha, die erwischen die nicht. Viel zu geschickt. Den erwischen die schon. So ein Trottel. Oh. Okay, ihr seid auch Trottel. Und rein da. Oh, was er auch immer von sich gibt. Jetzt hängt er da oben. Und wir fliegen durch den Magen. Und sind jetzt in ihm. Okay, Luigi. Mario ist tot. Du musst die Babys beruhigen. Das packt er nicht. Das ist irgendwie immer wieder witzig mit denen. Mario, wach auf! Er wacht nicht auf. Luigi muss sie alleine unterhalten und er schafft es nicht. Babys. Oh, der hat noch die Kekse geschmuggelt.
Mann, was kann dieses Baby für Sätze schon sprechen? Ah, guck mal, Mario ist jetzt auch noch da. Luigi hat die ganze Situation unter Kontrolle und der Scheißkoffer ist wieder zurück. Ich vermute, dass wir uns in der Magenkammer der Bestie befinden. Oh, und das hier mal eine tolle Map, Overworld und alles. Dieser kleine Bowser und sein Bauch voller Sternsplitter sollten hier auch irgendwo sein. Ich schlage vor, wir suchen ihn und verschwinden so schnell wie möglich wieder von hier. Oh, sehr gut. Ich habe endlich noch vorgehabt, hier ein Zelt aufzustellen und so. Achso, ich kann nur mit dem hoch.